Ja, alles klar. Das ist ja schon wieder aus. Vergiss es. Okidoki. Jo, herzlich willkommen zur About Schmidt Show mit Antrag und Neu. Episode 13. Heute ist unser Thema Saufen mit Brüderle. So geht's doch los. Ja. Rainer Brüderle, damals Fraktionsvize der FDP. Im Deutschen Bundestag. Genau. Und man denkt immer so bei dem Namen, das müsste ein Schwabe sein, aber der kam ja aus Rheinland-Pfalz. Und immer so gerne einen gebechert. Und das war ja die Zeit. Aber gebürtig ist der, glaube ich, aus Berlin. Ne? Aus Berlin sogar? Glaube. Echt? Also gebürtig, ne? Gebürtig. Hast du wirklich recherchiert vor der Show? Nee. Na also. Berlin. Oh, Berlin. Da gucke ich nachher nochmal nach. Ja, guck mal nach. Auf jeden Fall war das die Zeit, die Sendung ist vom 23. Mai 2002, also jetzt schon 21 Jahre alt, Wahnsinn. So, und da war Bundestagswahlkampf, ne? September 2002, also man stellt sich vor, Rot-Grün, die FDP ist in der Opposition. Und also erste Legislaturperiode Rot-Grün, 98 gewählt, 2002 war wieder Bundestagswahl. Und es sah gar nicht so gut aus für Schröder und Rot-Grün. Nee. Und gleich am Anfang war ja diese 21% und 31% Frage, was ging es da eigentlich? Ja, das ist, er kommt da an Brüderle und sagt, oh Mist, nur 21 und gestern 31. Genau. Nee, das war so, dass wir immer jeden Tag in jeder Show mit dem eben jeweils aktuellen Publikum eine Umfrage gemacht haben. Eine Wahlumfrage, was wäre, ne, das Klassische, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, und dann haben wir das dann auch so schön mit Grafiken gezeigt und so. Und komischerweise, ich weiß nicht warum, ich glaube, die Leute haben sich einfach einen Spaß draus gemacht und die haben nicht ernsthaft dieser Partei zugeneigt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Auf jeden Fall hat die FDP immer irrsinnige Zustimmung bekommen. Also das war eben am Vortag dieser Show, hatten die 31%, okay. Ja, also da wäre Guido Westerwelle Bundeskanzler geworden. Und an dem Tag, eben wo Brüderle kam, 21%. Ne? Und ja, genau. Und dann ging es aber eben in dieser Show auch um Prozent. Und ich fand das stark. Ich fand das stark von Brüderle, dass er irgendwie gesagt hat, also wir hatten da auch so einen schönen Vorspann ja gebastelt, ne? So mit Peter Rüttens samtener Stimme. Saufen mit Brüderle. Ne? Und der natürlich direkt diesen schwäbischen Akzent, obwohl er, wie gesagt, der Rheinland-Pfälzer ist. Und er ist angekommen mit einem Probierpaket von allen 6 Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz. Plus ein Trollinger. Plus ein Trollinger, eben als Reminiszenz zu Harald Schmidts Heimat. Der kam gar nicht so gut an, ne? Nee, der kam auch nicht so gut an. Also ich meine, ich habe mir das ja jetzt natürlich auch seit langer, langer Zeit wieder angeguckt. Und ich saß daneben, was ja ungewöhnlich war. Das kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Ich habe ja nicht die ganze Zeit in dieser Show an meinem Schreibtisch gesessen, sondern damit wir auch nicht am Anfang von der Show so diese Situation haben und hier ist die Harald-Schmidt-Show und hier kommt Harald Schmidt und dass der dann so und hier heißen sie auch noch Manuel Andrack willkommen. Ich bin in jeder Show quasi Deus Ex Machina, saß ich da plötzlich. Also während Harald vorne stand und seine Witze gemacht habe, saß ich nicht da. Okay. Ich saß nicht da. Ich also war wirklich, ich habe da... Das sieht man ihn, ne? Bitte? Das sieht man ihm. Also im Fernsehen hat man das nie gesehen. Nö, weil das war auch... Aber wir haben es ja wirklich gemacht, weil da ist ja absolut der Fokus 1000%. Also wollten wir auch überhaupt nicht die Situation, dass ich da vielleicht zu laut lache und er dann schon anfängt mit mir zu reden. Das war er und das Publikum und die Witze. Da wollten wir auch nicht ran, ja? Und da saß ich, hinter mir war ja immer so diese Flügeltür, mhm, ne, mit diesen beiden Bullaugen. Und hinter dieser Tür hatte ich so einen Barhocker und so ein kleines Sperrholzding. Und da saß ein kleiner Monitor drauf, da konnte ich alles beobachten, lief die Uhr runter, ne, wie jetzt auch hier ja die Uhr runterläuft. Und in dem Moment, wo es dann hieß Helmut Zerlett und Band und er zum Schreibtisch rübergegangen ist, in dem Moment habe ich mich auch an den Schreibtisch gesetzt. So. Und dann... auch wieder, dann haben wir ja unsere Scherze gemacht und dann gab es Dialog und Studioaktion, bla bla bla. Und wenn dann der Gast kam,
Meistens war es ja in der späteren Zeit nur ein Gast, manchmal auch zwei Gäste. Dann bin ich auch wieder verschwunden. Okay. Ja, damit dann auch wieder die volle Konzentration ist, Harald auf den Gast, und damit nicht irgendwie noch einer von der Seite und ja, ne? Oder Harald die ganze Zeit zu mir, ne, dann Blödsinn macht, ne, so. Der sollte sich konzentrieren auf den Gast, ne? Ganz klar. So, und da war ich auch nicht da und wurde auch eigentlich nie gezeigt. Das heißt, diese Show mit Brüderle war eine Ausnahme, dass ich da saß, weil das war dann so eine Mischung aus Gastinterview und Studioaktion, kann man ja sagen. Ja. Weil es ging ja weder um Politik noch um, nee. Es ging halt um Wein. Nee. Ja, ist ja auch richtig. Wir haben hier übrigens den kaltgestellten letzter Woche. Den von letzter Woche natürlich noch kaltgestellt. Also im Gegensatz zu... Schmeckt noch. Mega. Also letzte Woche hatten wir das Thema Andrak säuft auf der Mosel. Und da bei dieser Sendung ist ja viel übrig geblieben an Wein, aber wir sind konsequent, ja, wir trinken den Wein zu Ende. Lassen nichts stehen. Was auch passt, weil das ist ja ein Wein von der Mosel. Und wir haben ja damals eben auch bei Sauf mit Brüderle einen Wein von der Mosel getrunken. Und weil es ja eben natürlich logischerweise auch eins der 6 Weinanbaugebiete ist. Wir können mal reinhören. Der Trollinger heißt bei vielen Schwaben auch der 4-Mann-Wein. Ach. 3 sauften, 3 halten fest, einer sauft, nein, 5-Mann-Wein. Toll, wie ich diesen Witz erzähle. Er heißt 5-Mann-Wein. 5-Mann-Wein. Ja, einer sauften, 3 halten fest und der 5. zieht das Hemd wieder aus dem Arsch. Das waren natürlich die schönsten Momente, wenn Harald, der größte Witze-Profi aller Zeiten, wenn der mal dann so einen Witz versemmelt hat. Ja. Ach nee, der 5-Mann-Wein. Das war schön, hallo. Toll, wie ich den Witz erzähle. Und nochmal, genau. Ja, aber direkt, genau, aber das ist genial, oder? Ja. Also er geht nicht drüber weg, also er tut nicht so, war ja nichts gewesen, und sagt, ja, da habe ich jetzt Scheiße gebaut. Und normalerweise, es ist ihm natürlich auch teilweise auch schon mal passiert, dass so ein Rohrkrepierer im Stand-up gab, ne? Mhm. Wenn er da vorne die Witze, die abgelesenen sozusagen, die geschriebenen. Und er hat die alle vorher ausgesucht. Das heißt, das war ja teilweise auch eine Frage der persönlichen Ehre, ob dieser Witz ankommt beim Publikum oder nicht. Ich habe ja immer dabei gesessen. Es gab einen extra Autor, der diese Witze am Anfang vorbereitet hat von den hunderten Außenautoren. Das ist übrigens auch so eine Sache, dass ich immer höre. Ich höre immer von den Leuten, ich soll dich übrigens von dem Bernd grüßen. Wer ist Bernd? Was ist denn Bernd? Ja, der war Autor bei euch in der Harald-Schmidt-Show. Nachname? Kratowski. Bernd Kratowski. Ja, Bernd Kratowski war Autor bei euch in der Show. Habe ich noch nie gehört. Ja, also entweder habe ich Alzheimer und das kommt wahrscheinlich so. Ich meine, die haben natürlich in ihrem Bekanntenkreis und Freundeskreis gesagt, ich schreibe für die Harald-Schmidt-Show. Aber wir hatten halt wirklich einen Pool über die Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Außenautoren. Die flogen dann aus dem Verteiler raus, wenn die ein paar Monate keinen Witz gelandet hatten. Mhm. Ne? Aber die Leute, die dann vor Ort was geschrieben haben, das waren echt wenige. Aber was ich sagen wollte, teilweise, also bei dieser Witzebesprechung, das war eine einige Mini-Konferenz, Harald und der Stand-Up-Witze-Autor und ich. Und dann haben wir geguckt, welches Thema, welche Witze kommen jetzt wirklich in die Show. Und zu 99,5% waren wir uns immer einig, Harald und ich, welche Witze gut waren und nicht. Und manchmal habe ich auch gesagt, nicht lustig, funktioniert nicht. Und ich wusste aber dann und habe so, doch, ich glaube an den Witz. Ich so, ich nicht. Und das war, natürlich kam der dann rein, ja, wenn der Chef sagt, da glaube ich dran, dann kommt er natürlich rein. Und ich wusste dann, ja, dass er sich nochmal extra freut, wenn er ankommt, ja. und er auch extra nochmal den performt. Also nicht so einfach und hada, 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 sondern wirklich mit Vorgeschichte und Wumms und Vorbereitung. Und dann im Prinzip so in die Kamera, na Andrak, habe ich es nicht gesagt. Ja. Also das war immer gut. Schön. Und wenn dann aber mal wirklich ein Witz, wo wir im Zweifelsfall beide fest davon überzeugt waren, dass der super ist,
Wenn der dann aber trotzdem versemmelt wurde, war ja natürlich einer seiner beliebtesten Techniken, diesen Witz durch die ganze Show 10 bis 12 Mal zu wiederholen. Bis dann auch die Leute sich nur... Die letzte Reihe gelacht hat. Ja, also bis dann wirklich, der wurde dann natürlich durch diese Wiederholung, ja, so stumpf und anti-witzmäßig lustig, ne? Egal. So, zurück zum Brüderle. Zurück zum Brüderle, ja, absolut. Wir sind wieder genau, abgeschweift hier. Ja, genau. Ja, weil er ja diesen Witz, den Exkurs mussten wir jetzt nur machen. Er hat halt diesen Witz versaut und da muss man jetzt ja natürlich doch noch drüber reden. Also wir hatten zuerst damals einen Wein aus Bacharach, was ja quasi visionär war, weil das war jetzt über ein Jahr vor dieser berühmten Rheinfahrt, über die wir uns vorletzte Woche unterhalten haben, vorletzte Show unterhalten haben. Und ja, Bacharach war ja auch irgendwie, Station haben wir nicht gemacht, wir sind dran vorbeigefahren. Und dieser Wein, das habe ich mir notiert, hatte für Harald zu viel Säure, hat er irgendwie Reflux. Damit hatte er immer zu tun gehabt. Ne? Da kam, mit, sagte er, wie sagt er, ja, da, wenn ich den, da kommt mir nach die Soße hoch. Ja, genau. War der Harald eigentlich Hypochonder? Oder? Ja, jein. Ja. Also ja bis, also das kommt ja auf die Zeit der Show an. Also ich glaube, als wir uns kennengelernt haben und als die Harald-Schmidt-Show auch begann, 95, da war er auch schon Hypochonder. Also da war das auch Thema in den Interviews, die er so verschiedene Medien gegeben hat. Ja, und ich denke irgendwie immer, ich sterbe übermorgen und so weiß ich nicht was. Und da ging es dem auch richtig schlecht. Er hatte schlechte Haut. Also das hat wirklich immer stundenlang gedauert, in der Maske irgendwie die ganzen Pickel zu überschminken. Das war ja eine der ersten super Skandale, Aufrege der Harald-Schmidt-Show, Migräne-Man. Ja, wo er irgendwie Migräne-Man beim Gemüsemann, unglaublich, wie die das gedreht haben, wie die überhaupt diesen Gemüsemann dazu bekommen haben. Der hatte ja dann so einen Schlauch durch den Ärmel. Und neulich beim Gemüsemann Migräne-Man, ne? So ein kurzer Vorspann, dann siehst du halt, wie der sich über diese ganze Obstauslage erbricht, ja. Und dann kam dann irgendwie so eine Soße da aus diesem Schlauch. Also es war wirklich ekelhaft. Da haben wir ja dann von der Bild-Zeitung den Stempel Ekel-TV bekommen. Und wie komme ich drauf? Er hatte halt wirklich Migräne. Also er hat eine Show wurde meines Wissens nie abgesagt, aber es gab dann schon Tage, da war er den ganzen Tag dann nicht da und abgedunkelter Raum. Und ja, ist schon übel. Ja, und hatte damit zu kämpfen. Und dann, ich erinnere mich noch, da lief die Show ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann sagte er zu mir unter vier Augen, ja, ich war da jetzt auch irgendwie nochmal beim Hautarzt wegen dieser, und er sagt, ja, das kommt irgendwie, ich hätte zu viel Stress, ich sollte mir mal nicht so einen Stress machen. Wie soll ich das denn machen irgendwie bei einer Late-Night-Show jeden Abend? Ne? Aber, das Interessante ist, er wurde ja sichtbar auch für den Zuschauer entspannter über die Jahre in der Show. Ja, das stimmt. Ja? Wir haben natürlich irgendwie hier auch schon über die erste Show geredet, da war er sehr souverän, war sehr, sehr cool, trotz aller Unwägbarkeiten da. Aber er wollte es natürlich allen zeigen, dass er der größte Late-Night-Moderator deutscher Zunge ist, was er ja auch ist und war. Und es hat ihn, glaube ich, schon gestresst am Anfang. Und als das aber dann, es hieß, die Show kann jeden Tag abgesetzt werden, aber als er dann auch so in ruhigere Fahrwasser geraten ist, als er selber die Show produziert hat, als es klar war, das könnte jetzt wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang laufen, da ist er auch entspannter geworden. Hm. Und deswegen würde ich sagen, Antwort jein mit dem Hypochonder, weil, ja, also für die Nullerjahre und auch ja hier für den Zeitpunkt, wo Brüderle, Sauf mit Brüderle gemacht wurde, würde ich sagen, ach, keine Hypochonder mehr. Und auch diese Nummer, was ich gesagt habe, irgendwie Hautprobleme, Migräne, war alles weg. War kein Thema mehr. Verrückt, ne? War kein Thema mehr. Das ist also, ja. So, ich wollte jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil wir ja beim Thema Wein sind. Genau. Eine sehr schöne Aktion. Warst du in Venedig? Ja, genau. Ich war in Venedig. Wir gehen jetzt immer weiter vor. Das war noch ein Jahr vorher, aber es ist, passt sehr, sehr schön zum Thema Wein. Sendung vom 15. August 2001. Das war eine Sendung knapp
nach den Sommerferien von NRW. Und ja, da habe ich Urlaubsfotos gezeigt. Also auch lustigerweise, das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf, wirklich so, wie man das damals noch gemacht hat, das muss man den Jüngeren ja sagen. Es gab damals, ist man mit dem Fotoapparat und dem Film, also mit dem Film, nicht mit dem Fotoapparat, aber mit dem Film, man hat einen Film gemacht, meistens 36 bis 38 Fotos drauf. Ja, kenne ich noch. Und da ist man zu einem Photoshop gegangen und hat die entwickeln lassen. Und nach 2-3 Tagen war da so ein Päckchen mit so einer Lasche. Ja, 2 Wochen. Und dann, naja, irgendwann ging das auch schon schnell. Aber es gab Express-Dingskirchen, genau. Ja, Express-Entwicklung. So, und dann waren die Negative da drin in so einer Lasche und dann waren da die 36 bis 38 Fotos. Und die habe ich gezeigt und zwar genau so als Papierfotos. Und wir hören mal rein. Ja, was heißt denn Führerwein? Hast du mal probiert? Nein, natürlich nicht. Ja, wieso? Ich meine, nur wenn jemand Führerwein... Das ist ja eine weitere eine Frage. Ist jemand ein Nazi, wenn er Führerwein trinkt? Ich wusste nicht, dass es Führerwein gibt. Es ist eigentlich skandalös und empörend, auch ja, den Führer oder Hitler überhaupt mit Alkohol in Verbindung zu bringen. Nein, weil es ist ja sozusagen doppelt schädlich. Also das ist wirklich doppelt schädlich. Doppelt schädlich. Ne? Aber, ja, jedenfalls wurde das Bild wurde ja dann gezeigt. Ne? Das wurde gezeigt, ja, pass auf. Aber die Sache fängt ja vorher an, dass, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, er wusste nicht, was für Fotos ich zeige. Also er kannte die Fotos vorher nicht? Er kannte die Fotos vorher nicht. Ich hatte gesagt, ich war in Urlaub, verlass dich drauf, da ist vielleicht auch erstmal was, was jetzt nicht so spektakulär ist, also Biennale Venedig, aber verlass dich drauf, ich habe da was gesehen, das ist der Knaller. Ja. Weil das haben wir ja öfters gemacht, auch er hat das ganz oft gemacht, so, weißt du, was mir heute passiert ist? Nee, erzähle ich dir erst in der Show. Damit da eben, damit das alles spontan läuft. Nicht die Luft raus ist, ne? Ja, nee, damit auch die Kommunikation ganz, wir haben natürlich jetzt hier alles aufgeschrieben, was wir sagen wollen, aber, ja. So, und da hatte ich tatsächlich, war ich in Italien, Norditalien, Venedig und da gehst du halt einfach in so einen einfachen Supermarkt und da hast du Adolf Hitler Wein. Ja. Und Stalin Wein und Eva Braun Wein und Blondie Wein, ja. Und aber auch immerhin Che Guevara. War ein Riesenskandal. Ich habe mal die Tage gegoogelt nochmal. Ja. Na, war ein Riesenskandal, ne? 9,90 € die Flasche. Ja, was heißt Riesenskandal? In Italien. Ja, aber das hast du da in jedem Shop gefunden. Ja, ich das weiß, aber es war ein Skandal danach. Jetzt wegen der Show oder was? Habe ich das aufgedeckt? Ja, genau. Nee, natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Nee, du warst nicht, glaube ich. So, das war irgendwie, fand ich irgendwie nochmal sehr lustig. Zurück zu Brüderle. Ja, genau. Ein A-Wein haben wir getrunken. Und ja, da sagt ja Harald auch noch in der Show, er geht gern spazieren. An der A? An der A. Bist du eigentlich mit dem Harald auch mal spazieren gegangen? Das werde ich oder wandern gegangen? Wandern, ja, eben genau. Er sagt interessanterweise spazieren. Das war ja auch noch nicht die Zeit hier 2001, wo überhaupt abzusehen war, dass ich jemals ein Buch über Wandern schreibe oder auch da mal beruflich mit zu tun haben werde. Aber in der Tat, dass er an der A spazieren war, da war ich ein bisschen schuld. Ich habe ihm gesagt, das ist schön. Aber bleib oben und nicht in dem Tal, weil da ist Halligalli und saufende Weiber, Kegelclubs und so. Also da ist irgendwie safe, da ist wirklich schön. Ja, und dann hat er das gemacht. Und aber nein, wir sind nie zusammen gewandert, weil das hat auch wieder damit zu tun, dass wir das, was ein gutes Konzept war, total auseinandergehalten haben. Privates und Showmäßiges. Und also wir haben am Anfang hier in dieser Folge haben wir gesagt, also ich sitze bei dieser ganzen Aktionslauf mit Brüderle ja dabei und habe dann, wenn die beiden halt hier so mal gekostet haben, ja, genau, ne? Hat mir Sven eingeschenkt und ich immer hast so aber immer ordentlich wieder beigewunken. Beigewunken. Ja, mach voll. Und da wirklich randvoll und habe mir das auch ja, reingekippt. Reingekippt, ja, das war, ja. Und als das irgendwann auffällig wurde, können wir mal reinhören, was ich dann gesagt habe. Ne? Ja. Langsam trinken, nicht wie Bier trinken. Langsam trinken. Der Antrag schwingt zu schnell, so schmeckt er nicht. Das sind die Grünen. Naja. Ranz
voll hat er sich schenken lassen. Das ist, weil er jahrelang in Kneipen war, wo man einen Bierdeckel aufs Glas legt, um es von der Theke als Selbstabholer sicher raus auf die Bank zu bringen. Ich glaube, der ist auch ein Schwabe. Der wusste, der ist teurer. Nein, der ist Kölner. Na, das heißt ja saufen mit Brüderle und nicht nippen mit Brüderle. Richtig. Ja. Der ist gut, aber... Ja, genau. Heiß. Da hast du absolut recht gehabt. Ne? Der Aufmacher war ja Saufen mit Brüder. Und nicht Nippen mit Brüder, genau. Ganz genau. Ja, übrigens ein super Typ. Also ich fand das auch irgendwie so ein bisschen grenzwertig. Der hatte ja da diesen Skandal mit dieser Stern-Journalistin, die ein Jahr später, nachdem er dann, was er auch nie bestritten hat, nachdem er irgendwie, die hat ein Porträt über ihn gemacht und an irgendeiner Hotelbar hat er abends gesagt, sie könnten ja auch ganz gut ein Dekolleté ausfüllen. Also, Himmelreich, glaube ich, oder Himmel. Toller Name, ne? Sie ist Himmelreich. Also ich glaube, da ist einfach der Stern-Chefredakteur rumgegangen und hat gesagt, wer kann irgendwie noch was über Belästigung von Politikern erzählen. Also ein bisschen. Also ich fand, das sieht man da auch, finde ich irgendwie bei dieser Aktion, richtig guter Typ. Oder? Ja, fand ich auch, ja. Ne? Also war mir vorher nie so bewusst, fand ihn auch recht sympathisch, muss ich sagen. Absolut, ja. Über den Einfluss, also ich behaupte ja immer noch, die Harald-Schmidt-Show hat den Ausgang der Bundestagswahl 2002 entschieden, aber das machen wir dann irgendwann später. Jetzt machen wir heute Schluss. Das war About Schmidt-Show. Ja, war schon wieder. Ja, es war schon wieder. Mit About Schmidt-Show und neu. Und nächste Woche geht es um something completely different. Um Rock and Roll. Moritz!